Horri, Hallihallo und Horrido oder nee, Hallihallo. Hier sind wir wieder bei einer neuen Folge von Attack of the B-Team. Ja, beim letzten Mal war ich etwas verplant, vielleicht bin ich es immer noch, man weiß es nicht. Ich wollte jetzt auf jeden Fall da erstmal die letzten Blöcke reinsetzen, damit wir den Raketenschacht fertig kriegen. Oh, das wäre so toll, wenn wir den fertig kriegen würden. Weil es einfach toll ist. So, da rein, dort rein. Und siehe da, es ist zu. Man könnte glatt meinen, das wäre ein Brunnen. Würde sich natürlich auch mal nicht schlecht machen. Oh, nicht runterfallen. Sieht auch von hier unten schön aus. Hier müssen wir noch Glasblöcke reinsetzen. Das habe ich ja letztes Mal ganz groß angekündigt, dass wir das machen. Da muss ich mir natürlich Glasblöcke erstmal schmelzen. Oh, der Mond steigt empor. Und wir müssen was essen. Essen ist natürlich schön. So. Das Brot nimmt man mal nicht komplett mit. Das wäre ein bisschen viel. Jetzt mal überlegen. Ich möchte... Da war Glas drin. Muss ich also noch nicht mal schmelzen. Was gibt es denn so für Glasarten? Hoch. Das ist ja eine ganze Menge. Wollen wir jetzt hier sowas nehmen oder... Komm, ich nehme das Standardglas. Ist, glaube ich, immer noch das Beste, was man benutzen kann. Und das erste Mal höre ich einen Zombie heute. Ist mir aber gerade ein bisschen egal. So. Machen wir es mal dicht. Und jetzt werde ich einfach mal den Hebel ziehen. Und es geht auf. Jetzt ziehen wir den Hebel oder irgendeinen wieder hoch. Wupp, geht's wieder zu. Sehr gut. Aber hier ist es trotzdem irgendwie noch sehr dunkel. Vielleicht spawnen deswegen auch öfters mal ein paar Monster hier. Also ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Raketenschacht, den ich bis jetzt gebaut habe. Jetzt müssen wir natürlich... noch so einige Kleinigkeiten machen. Ich mache hier mal Fackeln drumherum. Und zwar, wir müssen ja irgendwie da noch Benzin, Kerosin reinbekommen, damit das fliegt. Das Raketengerät. Ui, beinahe wäre das Fleisch noch runtergeflogen. Da gibt es jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten. Also, wir müssen jetzt natürlich... Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ging es denn hoch? Hier ging es hoch. Wir müssen hier oben... diese beiden Solarzellen ausbauen. Das heißt, hier müssen wir noch eine dritte hin machen, eine vierte, eine fünfte und eine sechste. Das ist natürlich mit ganz schön viel Aufwand verbunden. Oder auch nicht, je nachdem, wie man es sieht. Weil wir müssen dann nämlich auch noch die Stromleitung runterlegen, die ja im Moment hier einen Knick macht. Aber wir müssen hier einmal richtig runter und dann müssen wir das hier langlegen. Und dafür brauchen wir sehr viel Leitung. Und das könnte natürlich dafür sorgen, dass es irgendwo verloren geht. Deswegen würde ich ein paar von diesen Energiezellen da unten nochmal hinsetzen. Wir können es ja erstmal runterbauen. Das heißt für mich, ich grab mich jetzt erstmal hier runter. Oh, meine Güte, habt ihr auch schon mal was von Nachtruhe gehört? Mann, Mann, Mann. Kein Respekt, die Nachbarn. Graben, graben, graben. Uah, das war jetzt doch ein bisschen tief. Oder wir gehen nach rechts rüber. Das wäre vielleicht sogar noch besser. Dass wir hier dann runtergehen, weil... Oh, Alter. Das ist ja mal überhaupt nicht leise. Wird Zeit, dass wieder Tag wird. So. Da kommt doch schon wieder was angelaufen. Ich hab's doch gehört. Na gut, eine Spinne geht noch. Die macht nur... diese schönen Geräusche. Ja.
Hier grabe ich mich mal weiter runter. Wie tief gehe ich denn? Eigentlich nur ein noch runter. Das reicht in der Regel aus. Ja, das würde auch ausreichen. Und dann würde ich mich halt nach hier drüben graben. Genau, jetzt bin ich hier. Das kommt ja, wird ja sowieso noch zugemacht. Oh, 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 oh. Das ist die falsche Stelle, wo ich rauskomme. Ich muss hier nochmal einen leichten Knick machen. Das heißt, ich könnte ja das Aluminium mitnehmen. Dann haben wir zumindest schon mal das wieder mitgenommen. Aluminium brauchen wir ja auch. Für unsere ganzen Maschinchen. Nee, das da jetzt nicht. Dann mache ich das hier erstmal wieder dicht. So, das machen wir dicht. Das heißt also, hier machen wir den Knick. Gehen hier entlang. So, hier ist das T. Das ist die Mitte. Jetzt muss ich selber mal gucken, wie weit wir hier gehen müssen. Wo stelle ich denn diese Zapfanlage hin? Stelle ich die da hin? Oder stelle ich die hier irgendwo an die Seite? Wobei, das hier wäre natürlich der kürzeste Weg. Das heißt also, wir müssen noch einen runter. Hoppala. Jetzt bin ich gerade voll gegen das Mikro mit meinem Kopfhörer gekommen, weil ich gerade mal auf mein Handy gestarrt habe. Weil da schon wieder voll der Verkehr ist. Komisch, ne? Die ganze Zeit war es ruhig, jetzt nehme ich auf, jetzt passiert wieder was. Ist doch immer so. Aber es macht nichts. Immerhin schreibt mir jemand. Ist ja nicht so, als ob mir niemand schreiben würde. Dann würde ich, glaube ich, weinen. So. Wie machen wir hier weiter? Wir brauchen jetzt natürlich die Kupferleitungen. Jetzt, Quatsch, Kupferleitungen sage ich schon. Aluminium. Ach so, hier, Aluminium war ja. Ich war ja irgendwie schon auf der Seite. Wir sollten das dickere Kabel machen, weil das hier wird definitiv zu viel Verlust machen. Von daher, viel Spaß beim Schmelzen. Habe ich hier eigentlich die Möglichkeit, das zu vermehren? Vermehren klingt irgendwie falsch, aber ich glaube, ihr wisst schon, wie ich das meine gerade. Ich werde mal kurz das Kupfer hier rein versenken. Gibt es einen? Es gibt tatsächlich die Sägemühle. Nur die kann bestimmt nur Holz machen. Alu. Will mal wissen, was ich damit machen kann. Pulverisierer gibt es. Induktionssmelter gibt es auch. Das Ding gibt es natürlich auch. Ja, wir müssen einen Pulverisierer, wenn, machen. Oder aber, weil ich brauche ja das Aluminium. Es ist halt ein sehr seltener Stoff hier momentan. Oder wir müssen halt sammeln, was das Zeug hält. Weil bevor ich jetzt hier weiter was baue, schmelzen wir das. Es ist mir jetzt auch egal. Also wir schmelzen das jetzt im elektrischen Ofen, weil sonst können wir das hier nämlich noch zu geschmolzenem Aluminium machen. Und dann haben wir nämlich pro Aluminium-Ohr 2. Dauert natürlich alles immer etwas länger. Muss man berücksichtigen dabei. So, was habe ich nicht alles für einen Schrott in meiner Tasche? Oh mein Gott. Ich merke schon, zu viel. Ein Kohlegenerator haben wir auch noch. Das wäre natürlich auch die Möglichkeit. Für einen Anfang, dass wir erstmal keine Leitung darunter legen, sondern dass wir erstmal wirklich die Gerätschaften bauen. Das ist natürlich sinnvoll. So, wie heißt denn das Teil?
Oxygenkompressor, den habe ich hier oben. Da muss ich sowieso noch ein paar Sauerstofftanks machen. Das Ding habe ich auch. Bla 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 bla. Energy Storage, Kohlegenerator, Refinerie. Ich brauche aber hier das Ding. Ist ja eigentlich ganz einfach zu bauen, ne? Ein Fuel Loader. Basic Wafer habe ich doch auch irgendwo gesehen. Hier. Ich pack mal kurz hier ein bisschen was rein. Ich habe nämlich keinen Platz zum Atmen. Wir werden uns auf jeden Fall noch mit allen möglichen Kram auseinandersetzen. Das Let's Play wird ja nicht beendet, wenn ich hier den Filler gerade mal geschafft habe. Sondern ich möchte wirklich versuchen, so gut wie es geht, hier so ein bisschen was aus diesem Modpack zu nehmen. Wir werden nämlich danach, wenn wir hier mit Attack of the B-Team durch sind, werden wir auf jeden Fall mit einem neuen anfangen. Und also suche ich mir schon schöne Schmuckstückchen raus. So, ich habe jetzt den Basic Wafer. Ich habe doch irgendwo Kompresse Zinn. Ist irgendwie das Falsche. Ich brauche Kompresset Aluminium. Ist ja nicht das Problem. Packen wir das einfach mal hier rein. Und ich hatte auch irgendwo Stahl. Da ist Stahl. Haben wir das auch kompressiert irgendwo? Ich weiß doch, ich habe doch das irgendwo gesehen. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Ach, guck mal, hier habe ich auch noch so viel Aluminium. Egal. Ich glaube, ich brauche 6, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ich brauche sogar nur 5. Egal. Machen wir ein bisschen mehr. Man weiß ja nie. Immer für die schlechten Zeiten. Dann muss ich ein Zinnbottich machen. Den mache ich aber, glaube ich, komplett aus Zinn habe ich aber auch nicht viel. Oh, falsch rum. So, Zinnkanister. Das ging ja mal schnell. Das packen wir mal wieder hier rein. So. Und jetzt kommt hier das hin. Hier oben drüber der Deckel. Basic Wafer kommt dahin. Und der Zinnkessel. Sehr gut. Wir haben das schon mal geschafft. Wir haben ja auch schon ein bisschen Öl. So, dann füllen wir mal dieses Teil auf. Und dann werden wir den Kohlegenerator noch mitnehmen. Und dann werden wir das da unten mal platzieren. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich fliege die ganze Zeit, ne? Es ist total einfach, mal was zu erreichen. So, das Ding sitzt da jetzt dran. Wie funktioniert das jetzt? Ich muss sowieso jetzt erstmal Strom haben. Und dafür muss ich jetzt diesen Generator da hinsetzen. Und wenn ich da jetzt Kohle reinpacke, macht er noch keinen Strom, weil er muss erstmal heiß werden. Machen wir da mal 2 Kohle rein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der frisst. So, Strom wird erzeugt. Energie wird nicht aufgeladen. Wo war denn hier der Ausgang? Ach du. Ich glaube, das ging da auf der linken Seite raus. Das ist jetzt natürlich ein bisschen suboptimal. Warum muss eigentlich jedes... So, jetzt habe ich das ein bisschen gedreht. Jetzt müsste es ja eigentlich gehen. Wenn ich den jetzt da so dran stelle. Ich weiß, jetzt habe ich ein bisschen Holzkohle verbraten.
Wenn das jetzt auch nicht geht, dann muss ich da wirklich eine Stromleitung hinziehen. Ja, jetzt lädt es sich auf. Sehr gut. Jetzt packen wir mal hier. Ready. Load. Ich kann das auch wirklich nur mit Kohle anheizen. Das ist natürlich weniger schön. So, jetzt dürfte die Rakete eigentlich schon ein bisschen gefüllt worden sein. Ich möchte jetzt mal C. Ja, hier sieht man es. 37%, 38, 40, 41, 42. Ich glaube zu 5... Also wir kriegen eine 100er Füllung voll. Nee, nicht ganz. 74. So, jetzt muss ich selber erstmal gucken, wie kam ich raus. Ah, so kam ich raus. Wir haben auch keinen Tank mehr drin. Laden wir es erstmal auf. Also jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal in der Raffinerie hier oben Kerosin machen, also Fuel. Und dann können wir das da unten auch in Betrieb nehmen. Das wird auf jeden Fall witzig. Ich muss jetzt nämlich Öl holen mit dieser Pipette, die ich hier irgendwo habe. Ja, da ist er. Und hier ist auch ganz schön viel Krach gerade. So ringsherum. Okay, dann haben wir das ja auch schon gemacht. Also wir kommen auf jeden Fall ein bisschen voran, muss ich sagen. Badum, badum. Uah, Creeper vor der Tür. Alter Schwede, habe ich mich jetzt erschrocken. Gut, ich werde jetzt sowieso nicht mehr allzu viel machen, weil bei mir ist nämlich auch schon eine fortgeschrittene Zeit. Ich wollte eigentlich mal seit langem mal wieder aufnehmen und dann hat sich das hingezogen. Meine Güte, heute war so ein wichtiges Fußballspiel im Fernsehen, das habe ich mir natürlich angeguckt. Und dann haben sie auch noch Verlängerung gemacht, da dachte ich mir auch, na toll. Ich weiß jetzt das Ergebnis noch überhaupt nicht, weil jetzt müsste es eigentlich schon vorbei sein. Ich konnte es mir dann doch nicht mehr antun, weil ich wollte mal wieder schön Minecraft spielen. Für euch extra, weil ich habe momentan kein, wie soll ich sagen, dadurch, dass ich mit Thief jetzt durch bin, brauche ich ja irgendwas, was ich mal wieder präsentieren kann. Und deswegen wollte ich dann auch mal wieder Minecraft spielen. Und so ist es halt gekommen. Ich freue mich auch, dass ihr wieder alle dabei wart. Oder dabei seid. Und wir werden hier auf jeden Fall noch relativ viel Spaß haben. Ihr könnt mir ja mal einen Tipp geben, was ich als nächstes so machen soll. Also ich bin ja immer noch dabei. Ich möchte ja mit der Rakete irgendwann mal da hochfliegen. Ganz nach da oben, irgendwo ins Weltall. Ich weiß natürlich nicht, ob wir das überleben. Ich war mal ein paar Mal im Weltall. Ich bin aber so schnell gestorben, weil man muss nämlich dieses schöne Gerät, was man da bekommt, auch richtig steuern. Und ich habe dann die ersten Male echt Pech gehabt, bin einfach auf dem Mond zerschellt. Ja, das muss gelernt sein auf jeden Fall. Wir werden beim nächsten Mal dafür sorgen. Rakete hat ja jetzt schon etwas Sprit bekommen. Jetzt müssen wir natürlich unsere Atemausrüstung noch haben. Das heißt ja also die Sauerstoffschläuche hier hinten, die Survival-Ausrüstung, also da, wo quasi dann die Sauerstoffflaschen draufhängen. Nee, das ist das hier in der Mitte. Ich weiß gar nicht, wofür das Ding war. Ich weiß jedenfalls, das braucht man und den Helm. Das ist so die minimale Ausstattung, die man braucht. Und halt hier die zwei Tanks. Da würde ich auch sowieso dann die großen nehmen. Und ein Fallschirm ist, glaube ich, nicht zwingend notwendig. Ich wüsste jetzt jedenfalls nicht, dass es notwendig wäre. Und was wir natürlich auch noch machen müssen, ist hier der Gang. Der gefällt mir überhaupt noch nicht. Oder hier der Fußboden. Ich bin ja wirklich halb fertig. Das ist ja richtiger Fusch am Bau, den ich hier habe. Und das müssen wir auf jeden Fall mal erledigen.
Das sieht hier schon mal ein bisschen besser jetzt aus. Aber wir müssen hier noch so viel machen. Boah, es ist eine Ewigkeitsbaustelle. Ich weiß auch nicht, warum ich da noch ein Loch habe. Wir müssen hier noch so viel verschönern, ausbauen, umbauen, etc. pp. Und hier ist Sauerstoff. Ach ja, ich hatte hier so ein... Warte mal, wo ist denn das? Das bauen wir mal wieder dran, damit die Sauerstoffflasche mal gefüllt wird. So. Jetzt müsste das hier eigentlich mit Sauerstoff versorgt werden. Genau. Jetzt füllt sich das. Nur ich muss natürlich den Oxygen-Kollektor dann erstmal wieder ausschalten. Wir müssen sowieso dann erstmal gucken, welche Gerätschaften wir mit hochnehmen und welche wir hier unten lassen, weil... da oben müssen wir dann auch erstmal dafür sorgen, dass wir wie so eine... wie so ein Biotop haben. Das heißt also quasi eine Glaskugel draufsetzen. Und da müssen dann halt hier diese Gerätschaften hingesetzt werden. Nur, das wird natürlich mit dem Strom so eine Sache. Da müssen wir etliche Akkus mitnehmen, damit das alles mit Strom versorgt wird über Nacht, dass wir da nicht irgendwie zu einem, ja, Ausfall von dem Sauerstoff kommen. Weil wir können dann nämlich dann so Schläuche langlegen, wo wir dann halt in dem Bereich, wo wir uns dann aufhalten, dann Sauerstoff bekommen. Und da könnte ich dann auch meine Sauerstofftanks wieder auffüllen. Natürlich einzeln, wohl bemerkt. Oder halt, wenn ich da den Ausgang habe, dann geht das natürlich auch so. Aber wir müssen uns da wirklich was Gigantisches ausdenken. Ich werde mir da auch noch ein paar Zeichnungen machen, wie man sowas bauen kann. Also eine richtige Mondbasis werden wir dann machen. So, das wieder abbauen. Das verbrauchen wir sonst zu viel Strom. Es wird auf jeden Fall interessant und witzig. Gut, ob es witzig wird, ist eine andere Frage, aber... ihr wisst schon, was ich sagen wollte eigentlich. Ich hatte noch keine Sauerstoffausrüstung gemacht. Das geht ja mal gar nicht. Da habe ich mich ja echt gut vorbereitet dafür. Nicht mal überhaupt nicht. Ich gehe jetzt nochmal runter zur Rakete und gucke nochmal unten in die Kisten. Ist ja komisch. Warte mal, Krimskrams. Es kann eigentlich, wenn nur, hier sein. Aber da ist doch schon mal das Gerät. Nur mir fehlt der Helm. Warte mal. Da ist er. Da muss ich mir eine Eisenmaske machen und... ja, das ist ja einfach. Wollen wir uns das noch schnell machen? Ich habe ja alles dabei, also von daher... außer Eisen. Super. Komm, wir laufen nochmal hoch. Also ich könnte sagen, wir könnten beim nächsten Mal echt schon hochfliegen. Zum Mond. Wir haben eigentlich so alles beisammen, was wir so brauchen. So. Hier jetzt die Scheiben drumherum und schon haben wir den Helm. Oh, ich liebe diese Minecraft-Musik. Die ist so schön. Wirklich. Das ist so meine Lieblingsmusik aus dem Minecraft-Spiel hier. Also, wirklich, astrein, der Soundtrack. So, da mal kurz rein. Und wir werden mal kurz hier reingucken. Oh, jetzt sind wir auf 100%. Ich weiß jetzt nicht, wie das zustande kommt. Aber wahrscheinlich hatten wir noch so ein bisschen was in dem Tank, was ich nicht mehr sehen konnte. So, der Helm kommt hier auch rein. Jetzt bloß die richtige Taste drücken. Weil wenn ich Leertaste drücke, dann heben wir ab. Und das wäre weniger schön. Beim nächsten Mal werde ich auch mal gucken, warum ich so merkwürdig aussehe. Ich kann ja nicht so bleiben. Vielleicht mache ich auch andere Texturen rein. Etwa, also jetzt nicht die Swax-Texturen, weil die kennt ja eigentlich jedes Schwein kennt die. Ich werde vielleicht die normalen Texturen reinmachen, nur in HD. Weil die finde ich nämlich sehr schön gelungen.
Sehr gut. Und es fängt jetzt natürlich an zu regnen. Jetzt zum Abschluss. Passt ja. Sehr gut. Also ich würde sagen, ich werde jetzt ein Aufnahmepäuschen machen. Und wir sehen uns im Endscreen. Ja, es war eine sehr schöne Reise am heutigen Tag. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Und beim nächsten Mal werden wir uns hier durch dieses Regenwetter kämpfen. Und wir werden versuchen, zum Mond zu fliegen. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Weil das wäre jetzt wirklich so der Kick, den wir hier haben wollen. Oder aber, wir werden erst einmal noch den Raketenschacht richtig fertig machen, weil ich möchte da nämlich nicht nur so ein Fallloch haben, weil jeder kann da reinfallen. Wenn da ein Creeper langläuft, dann fällt er da durch und dann haben wir da unten einen Creeper im Keller. Also, da müssen wir auf jeden Fall nochmal was nachbessern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, bis bald, ciao, ciao und bye!